Die Berlin Recycling Volleys haben in der Champions League die erste Heimniederlage kassiert. Gegen den polnischen Meister SK Bełchatów mussten sich die Berliner mit 0:3, 21:25, 22:25, 23:25 geschlagen geben und warten damit weiter auf den zweiten Sieg. Zuletzt hatten sich beide Mannschaften 2015 im Spiel um Platz 3 in Berlin gegenübergestanden. Die Gastgeber gewannen damals Bronze. Auch der VfB Friedrichshafen musste am dritten Spieltag die zweite Niederlage hinnehmen. Das ersatzgeschwächte Team des früheren Bundestrainers Vital Heinen unterlag dem russischen Spitzenklub Zenit St. Petersburg um Stahlangreifer Georg Gronser ebenfalls mit 0:3, 17:25, 20:25, 31:33. Heinen musste gegen St. Petersburg unter anderem auf Libero Markus Beierwald und Außenangreifer David Sossenheimer verzichten. Du denkst irgendwann, es geht nicht mehr schlimmer mit den ganzen Verletzten. Und dann verletzt sich Markus, der jetzt 2,5 Jahre kein einziges Wehwehchen hatte, zu Heinen.